Einen wunderschönen guten Tag. Die AfD macht mal wieder von sich reden. Erst wurde eine riesige Welle wegen Korrektiv geschoben und im Zuge dessen gingen unzählbar viele Menschen in ganz Deutschland auf die Barrikaden. So unzählbar, dass man sich je nach Demo und Medienbericht eine Teilnehmerzahl aussuchen kann. Allein für Hamburg sollen es zwischen 50.000 und 130.000 Menschen gewesen sein. Wie viele genau, wird man bei solchen Großveranstaltungen schwer herausfinden können. Also sucht ruhig eine Zahl aus, die ins jeweilige Narrativ passt. Neben der Begrenzung der Zuwanderung besinnt man sich bei der AfD offenbar auch wieder einem anderen Kernthema, noch aus der Gründerzeit mit Bernd Lucke. Nämlich stellt die AfD Wählern ein Dexit-Referendum in Aussicht. Ein Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen Union, so wie es uns England schon zeigte. Alice Weidel gab der Financial Times ein Interview. Dort erklärte sie, dass man in erster Linie eine EU-Reform anstrebt, in der man die Nationalstaaten stärkt. Quasi das viel zitierte Europa der Vaterländer. Frau Weidel geht allerdings noch ein Stück weiter und befürwortet ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Deutschlands nach dem Vorbild des Brexits. Sie kreidet das demokratische Defizit der EU an und will damit aufräumen. Das hieße konkret, die Macht der EU-Kommission beschneiden. Diese Kommission wird nämlich bei der Europawahl nicht von Bürgern gewählt. Der Bürger gibt seine Stimme für Parlamentarier ab. Diese Parlamentarier wählen dann für einen Kommissionspräsidenten, welcher vom Europäischen Rat vorgeschlagen wird. Aktuell wäre das Ursula von der Leyen. Und Frau von der Leyen wählt 27 Kommissare aus den Vorschlägen der Mitgliedstaaten. Diese 28 Personen bilden die Europäische Kommission, welches für so wunderbare Gesetze verantwortlich ist, wie zum Beispiel die inzwischen überholte Gurkenkrümmung. Und inzwischen sollte auch jeder mitbekommen haben, dass Europarecht das nationale Recht sticht. Nicht umsonst wird Kritik hinsichtlich der EU laut, dass inzwischen rund 70% der nationalen Gesetze für Deutschland in Brüssel verabschiedet werden. Aus Gründen der Souveränität hat die AfD da offensichtlich etwas dagegen. Wenn man durch Reformen der EU diese Souveränität der EU-Mitgliedstaaten nicht wiederherstellen könne, dann sollten die Bürger über einen Dexit entscheiden dürfen. So jedenfalls, wenn es nach der AfD ginge. Zudem gibt man sich selbst sicher, dass früher oder später die Brandmauer der CDU in Richtung AfD fallen werde. In Hessen zeige sich jetzt schon, dass die CDU und AfD eine große rechte Mehrheit bilden könne. Und mit dem Blick auf die neuen Bundesländer dürfte diese Brandmauer auf kurz oder lang fallen. Die Bundesregierung zeigte sich alarmiert über diese Äußerung. Und ausgerechnet eine Grüne, Franziska Brandner, will einem Politik und Wirtschaft erklären. Dann hören wir uns doch mal an, was sie zu sagen hat. Die von der AfD offensichtlich angestrebte Entscheidung für einen Dexit, einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, gefährdet die Grundfesten unseres Wohlstands, sagte Franziska Brandner von den Grünen, die Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, der Nachrichtenagentur AFP. Der EU-Binnenmarkt sei grundlegend für unseren wirtschaftlichen Erfolg als starke Exportnation. Die AfD würde unsere Wirtschaft, Unternehmen und Beschäftigte massiv schaden. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist es aktuell die Ampel und insbesondere grüne Politik, welche die Wirtschaft und Unternehmen massiv Schaden zufügt. Wer weiß, in welchem Zustand Deutschland bei der nächsten Bundestagswahl wirtschaftlich überhaupt noch ist. So viel mehr Schaden könnte man dann ohnehin nicht mehr anrichten. Da ist die Ampel gerade viel zu gut darin. Und vielleicht hat die Grüne es auch vergessen. Aber die EU begann schon in den 50er Jahren mit der Montanunion. Damit Staaten miteinander Handel treiben können, braucht es nämlich keinen übertrieben großen Wasserkopf in Brüssel. Sommer letzten Jahres hat die AfD ihr Programm für die im Juni stattfindende Europawahl beschlossen. In dem Programm steht, dass man die EU nicht für reformierbar halte und es daher als gescheitertes Projekt ansieht. Daher strebe man einen Bund europäischer Nationen an und man strebe an, eine europäische Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft zu gründen, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt werde. Im Rest des Artikels fasst man nochmal im Groben zusammen, was die Aufreger der letzten Woche war. Zum einen der Bericht Korrektivs, welches sich mehr wie ein Theaterstück liest, was vielleicht erklären könnte, wieso eine Woche nach Veröffentlichung eben jenes Berichtes ein Theaterstück über diesen in Berlin veranstaltet worden ist. Und zum anderen meinen anscheinend Rechte bei Remigration nicht nur Rückführung, sondern direkt Deportation. Und das, nachdem am Donnerstag erst die Bundesregierung ein Gesetz voranbrachte, welches Abschiebungen beschleunigen sollte. Interessant dabei der Zusatz, auch unter Zwang. Mal eine ganz blöde Frage in die Runde. Wie denkt ihr, verlaufen Abschiebungen ab, wenn der Abzuschiebende nicht kooperiert? So viel aber erstmal von meiner Seite aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, hinterlasst einen Kommentar und abonniert den Kanal, wenn ihr weitere solche Videos nicht verpassen wollt. Ich wünsche euch was.